Ja, willkommen bei Hashtag Frag den Braumeister. Mein Name ist Richard Hoff, Braumeister hier in der Langbräu. Wir haben jetzt hier die Schoterei vor uns, werden das ersten Malzkorn jetzt aufbrechen. Wir haben hier eine 3H Malzenschotmühle, wo wir also die Fraktionen trennen und das richtige Korn mit der richtigen Größe im richtigen Malzenpaar zuführen, damit wir die Spelze des Korns möglichst erhalten, aber der Inhalt dann rauswieselt. Wir haben hier nochmal eine Vorsortierung, Siebsätze, Entstaubungsanlagen und danach geht es hier oben in die Waage rein. Dort wiegen wir die Malzmenge für unseren Sud ab und brechen dann das Korn auf. Wir haben hier nochmal eine Probenahmeeinheit, wo wir also hergehen und uns das Ergebnis von der Schrotung nochmal anschauen. Haben hier die verschiedenen Fraktionen der Schrotung und werden das also nochmal überprüfen, dass wir die richtige Walzeneinstellung haben. Danach geht es in den sogenannten Schrotrumpf und das Gerstenschrot weiter dann auf den nächsten Sud.